Herzlich willkommen zum ersten Ausbildungsschritt Rodos durchs Fernrohr. Zu Griechenland gehören die mit Abstand meisten Mittelmeerinseln. Hast du eine Idee, wie viele? ...3054 Inseln gehören zum Verwaltungsbezirk Griechenland. Rhodos liegt geografisch am Ende des Ägäischen Meers und müsste eigentlich eher zur Türkei als zu Griechenland gehören. Rhodos ist 80 Kilometer lang und 40 Kilometer breit. Der höchste Berg ist der Atabiros mit 1215 Metern und die ganze Insel hat mit 1400 Quadratkilometern ist es die viertgrößte Insel von Griechenland. Rhodos hat 120.000 Einwohner, die meisten davon leben im oberen Drittel von Rhodos. Alleine schon 60.000 und damit die Hälfte leben in Rhodos Stadt. Satte 85% der Einwohner von Rhodos leben vom Tourismus. Die Sommersaison geht hier auf Rhodos von Mai bis Ende Oktober und lockt jedes Jahr ca. 1 Million Gäste auf die Insel. Verteilt wird das Ganze dann auf die verschiedenen Urlaubsregionen. Die Hauptregionen sind im Norden Ixia und Yalissos. Dann kommt die Urlaubsregion Rhodos. Dann haben wir Faliraki, Kolumbia und Lindos an der Westküste. Die meisten Gäste kommen aus Deutschland und Skandinavien, aber auch England und Russland bieten einen sehr großen Markt hier auf Rhodos. Und dann kommen natürlich auch noch die anderen Quellmärkte, wie zum Beispiel Polen, Belgien, Frankreich und Italien. Da Rhodos mit 300 Sonnentagen pro Jahr die sonnenreichste Insel Griechenlands ist, kann man im Grunde fast von einer Sonnengarantie sprechen. Einzig im Winter in den Monaten Dezember bis Februar regnet es öfter und kühlt ab auf ca. 15 Grad, hat trotzdem noch einen milden Winter. Im Sommer erreichen die Temperaturen dann bis an die 40 Grad, wobei dann unterschieden wird zwischen West- und Ostküste. Die Ostküste ist etwas wärmer und die Westküste aufgrund des Winds, der dort öfter weht, ist es dort um ca. 5 Grad kühler. Landschaftlich besteht Rhodos aus drei Bereichen. Wir haben zum einen den touristischen Norden. In der Inselmitte ist es eher grün mit vielen Pinienwäldern und Natur. Und im Süden ist es eher karg, dürr, aber dafür auch unberührt vom Tourismus und sehr, sehr ruhig mit langen Straßen, auf denen man minutenlang niemanden über den Weg läuft. In der Inselmitte, in den Pinienwäldern, gibt es einen großen Hirschbestand. Und der Hirsch ist auch gleichzeitig das Wappentier von Rhodos. Die Geschichte dazu ist die, man sagt, dass es früher auf der Insel giftige Schlangen gab. Und man hat irgendwann die Hirsche importiert, die dann mit ihren Hufen giftige Schlangen getötet haben. Und dieses Symbol für die Insel steht heute noch am Eingang des Hafens von Rhodos. Ein Hirsch rechts, ein Hirsch links auf einer Säule, wo früher auch der Koloss von Rhodos gestanden haben soll. So, ich hoffe, dass ich dir jetzt mal einen grundsätzlichen Überblick über Rhodos geben konnte. Schau dir unten einfach gerne nochmal an, so ein paar Quick Facts, was es über Rhodos so zu sehen gibt und klick dann unten einfach auf den nächsten Ausbildungsschritt und wir schauen uns die Küste an.